Hallo liebe Freunde und Abonnenten, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gerade wieder am Flugplatz in Worms und hinter mir steht schon die Evector Sportster RTC, mit der wir heute nach Mendig fliegen. Mendig ist ein Sonderlandeplatz und dort gilt auch eine PPR-Regelung. PPR habe ich gestern per E-Mail gemacht und kam auch prompt die Antwort. Das Wetter ist super, bisschen windig, aber es sollte alles kein Problem sein. Ich fliege heute auch wieder nicht alleine, denn ich fliege zusammen mit dem Thomas, einem anderen Piloten. Jetzt mache ich gleich noch ein bisschen Flugplanung, Wetter, Notems etc. Und dann sehen wir uns gleich im Cockpit. So. Ohne Schlüssel. Schlüssel schon wieder. Ach, da hängt so. Da vorne ist kalt. Leerlauf. Propeller ist frei. Okay. Info Delta Echo Alpha Sierra Hotel, hallo. Delta Echo Alpha Sierra Hotel, warum? Delta Echo Alpha Sierra Hotel, zwei Personen nach Mendig. Wir rollen zu 06. Ja, verstanden. So, Pump, Bremse lösen. Ich kann nicht mehr rollen. Okay. Frequenzen Langen ist die nächste. 123.525. Okay. Gut. Delta Echo Alpha Sierra Hotel, wie viele Personen sind an Bord? Zwei Personen. Danke. Ja, aber das ist ein Motorsegler, da hat vorne ein Propeller dran. Da hat ein Propeller, ja. Der letzte Hotel, aber jetzt rolle ich auf den Start, wenn die Bahn frei ist. Delta Sierra Hotel. Der Wind auf Nord mit 10. So, Piste 06, Kompass stimmt. Kreis noch Eichstelle 06. Okay, dann kann's losgehen. Okay. Drehzahl steht. Fahrtmesser kommt. Bugrad entlasten. Handbremse. Ja, den Nordwind, den merkt man schon. Gut, alles steht. Ja, kann man Pumpe ausmachen, Landescheinwerfer ausmachen und die Klappen langsam einfahren. Dann jetzt gehen wir direkt, wenn wir die Platzordnung haben, gehen wir direkt kurz Richtung Mendig, steigen bis auf, ja, 3000 Fuß. Oh, das sind Vögel vorne, aber ganz schön viel. Ja, weiter. Berge. Brett Mendig. Oh Gott, was da neu ist. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18. Stell dir Hotel, verlasse Station Richtung Norden. Ciao, bis heute Abend. Rundflug,
Langen Informationen, Delta Echo Alpha Sierra Hotel. Delta Echo Alpha Sierra Hotel, Langen, hallo. Delta Echo Alpha Sierra Hotel, eine Vector Sportstar, gerade in Worms gestartet, momentan in 2200 Fuß, auf dem Flug nach Mendig. Bitte Verkehrsinformationen. Delta Sierra Hotel, Squawk 4451, QNH 1031. Squawk 4451, QNH 1031, Delta Sierra Hotel. Ja, das ist echt nicht so gut, das kleine Garmin. Ja gut, aber Direktflug, was schwierig ist. Also dieses Garmin Area 500 finde ich nicht gut. Weil es ist, da kann ich auch ein Handy hinhängen, so klein wie das ist. Kilo lang, hallo. Jetzt genießen wir den Flug. Schauen Sie ein bisschen um. Ich habe gar vorgemacht und in Gar war auch schön, alles blau. Minuten sind wir da. Gut. Also ich habe wirklich auch nachgeguckt, in Bad Dürkheim ist der Sprit am günstigsten hier in der Gegend. Also in Bad Dürkheim kostet der Sprit Smokegas gerade 1,84 €, in Mainz kostet der Sprit 1,90 €. Also fliegen wir auf dem Rückweg über Bad Dürkheim, machen beide Tanks voll und ist Andreas zufrieden. Alternative wäre ja am Flugplatz Worms nur Abgas und das teure Zeug muss ja nicht sein. Berge ist natürlich halt katzenerisch, fliege ich vorne. Was hast du? Bad Dürkheim ist es dann natürlich. Achso, du hast kurz die Bahn und die Tragfläche voll. Mit Sprit? Ja, Herausforderung. Du musst halt wirklich am Anfang in der Bremse stehen, Take-off Power und dann erst losrolle. Ganze Bahn ausnutze. Das geht schon. Können wir noch würfeln, wer dann von Bergam nach Worms fliegt. Aber ich bin wirklich gespannt dann, ob es in Bad Dürkheim immer noch eine Flasche Wein gibt für jeden landenden Gegner. Aber nicht, wo wir von Worms kommen. Das kommt ja von Mendig. Kommt drauf an. Und vielleicht war das Flugzeug ja schon dort während der Ausbildung irgendwas. Aber Bad Dürkheim ist nicht das erste Ziel, wir fliegen nach Mendig. Mendig ist ein ehemaliger Militärflugplatz von der Bundeswehr. Dazu aber dann mehr, wenn wir Platz sind. Denk schon an die 200 Fuß, ja? Plus 200, müssen wir ja euch kalkulieren. Was steht, manchmal steht beim, es gibt Transponder, der zeigt dir deine Flight Level an, ja, was er transpondert, dieser hier nicht. Der Garmin GTX 328 Transponder zeigt nicht an, welches Flight Level er transpondert. Aber mich, eigentlich müsste das richtig anzeigen, weil am Boden stelle ich ja auf die Platzhöhe ein. Und wir waren nur 1 Hektopascal daneben. Also kann das nicht so hoppala abweichend sein. Eigentlich könnte man jetzt hier anfliegende Verkehr auf Frankfurt sehen über uns. Weil wir jetzt genau in der, weil er sagt, die Piste 07 ist in Frankfurt in Betrieb. Das heißt, wir fliegen jetzt generell unter dem Anflug hindurch. Aber im Moment ist nichts zu sehen am Himmel.
Ja, guck mal, es passt. Meine Uhr zeigt an, barometrische Höhe 3022. Also passt es. Dann müssen wir zur gleichen Ballon Langenlohnsheim drüber fliegen, oder? Guck mal, da unten ist einer. Verkehr, ein Airbus 320, inbound nach Köln, momentan 10 Uhr, 7 Mal links, rechts, passiert Flugfläche 110, weiter sinkend. Alpha Sierra Hotel, Verkehr, 11 Uhr, 2 Meilen links, rechts, 2500 Fuß. Sierra Hotel, Verkehr in Sicht. Delta Echo Tango in der Kilo, Verkehr von rechts hat sie in Sicht, 2 Uhr, 2 Meilen auf Nordkurs, 3300. Delta Echo Kilo, wir haben die Sierra Hotel in Sicht. 3300, okay, 200 Meter zu, Dengel. Boah. Ja, okay, da ist was Lohnsheim zu sehen. Kannst du mal Steuer heben? Jo, hab Kurs und Höhe halten, ich mach ein Foto. Wenn wir schon dabei sind, probiere ich die nochmal aus. Die habe ich mir jetzt ganz günstig bei eBay da versteigert. Okay, ich hab sie wieder. Gut. So, ich muss es nochmal übernehmen, weil dann versuche ich mal den Pinger Mäuseturm zu fotografieren. Und ich habe wieder. Die Hintersegelflugplatte drüber. Ilbinger Postbiest. Ja. Position circa. Und das ist die Grenze. Hätte das erreicht, Rusch? Ich sehe 3,5 fertig. Zum Flug nach. Ja, okay. Korrekt, und Sie kriegen auch Besuch. 11 Uhr, eine Meile von vorn, in 4000 Fuß, in Airbus 320. Airbus 320 in Sicht. Und das QNH wäre 1031. Fliege dann die Runden, was fahre ich hier, düppeln die immer die... Ja, wenn die Trainingsflüge machen, Saarbrücken, dann machen die Anflüge und... Ach so, Saarbrücken, ja, ich habe immer gemeint, hier noch, aber ich weiß gar nicht, nee, richtig. Da kann ich sehen, über. Guck mal, gar nichts, gell? Ja. Das ist, wo die 07 offen ist. So, vor uns. 12 Uhr, ne 12, so um halb 1 ist dann der Flugplatz Koblenz.
Dann würde ich aber noch ein Stück von hoch zufliegen, den ganzen Früh abdrehen. Durch den EMZ. Da muss ich noch einklinken, ne? Wenn ich auf lange Information bin, brauchst du nicht TMZ den Monitorsquark zum Annehmen. Es ist nur, du darfst da nicht durchfliegen, also du darfst es auch. Ja, ja. Nee, einfach mit 7000 durchfliegen. Aber es ist nur eine dringende Empfehlung, da den. Nee, mit 7000, nee, du sollst den Code setzen. 0424. Das ist die Transcendent Monitor Zone, ja. Ja, ja. Das ist doch nein, du darfst gar nicht mit 7000 durchfliegen. Entweder musst du dich mal FIS. Oder einfach Monitor machen. Oder Monitor. Aber les mal genau nach. Die TMZ sind nur eine dringende Empfehlung. Ja, ja, klar. Aber trotzdem. Keine? Wenn du trotzdem mit 7000 durchfliegst, kannst du gesetzlich nicht belangt werden. Weil die Getio TMZ von 4500 bis. Good afternoon, Langen Information from Delta. Ortswechsler. Delta Victor Charlie, ja. Verkehr linke Seite 10 Uhr, beide 2600. Dann wechseln. Delta Victor Charlie, verstanden, auf den Verkehr nicht genannt. Pumpe aus. Aber super Wetter, wieder mal, ne? Kannst du ewig mal gucken. Hier verbleibt Mosel. Ja, die Mosel. Bei der Mosel, ne? Ja, auf die Kilometer schon nicht an der Quelle auch mit Null, sondern hier an der Mündung. Warum machen die das so? Weiß ich nicht, hab ich durch Zufall im Fernsehen, hab das hoch gerade, ne? Normal geht's ja von der Quelle aus, ja. Bei der Mosel, ne? Ich glaube, ich sehe ihn da vorne, den Platz. Da sind, du siehst so ein grünes Feld mit den Hallen, ne? Hier drauf diese... Ja, hier drauf, direkt drauf zu, ja. Was ist die Platzrundenhöhe? 1500. Ja, da kann man lang schon mal sehen. Wir hatten ein... Drohne auf 300 Fuß, links Alpha Kreuz, Philipp Bruch, fotografieren. Bayer Busch auf 3000 Fuß. Oh, super, vielen Dank für die Info, stimmt weiter. Würde ich fast sagen, wir melden uns ab. Genau. Bei FIS und dann kommt ja. Gut. Die Delta Sierra Hotel, bitte zu lassen Frequenzen rufen von männlich. Und wer wollte die Frequenz verlassen? Delta Echo Alpha Sierra Hotel, zu rufen von männlich. Jetzt von ja, dann wieder leider zwei Stationen. Nochmal. Delta Echo Alpha Sierra Hotel, bitte zu lassen Frequenzen. Alles klar, Squawk 7000, ciao. 7000, ciao. Mendig Info, Delta Echo Alpha Sierra Hotel. 135060? Ja. Ja. 035060, ja. Ja, hier ist die Delta Echo Alpha Sierra Hotel, ein Sportstar aus Worms. Wir sind 5 Minuten südlich vom Platz zur Landung.
Ja, ist verstanden. Männlich hat Wind leicht aus östlichen Richtungen. Ihr könnt die 07 nehmen zur Landung und hier ist kein weiterer Verkehr. Die 07, Delta Echo Alpha Sierra Hotel. Gut, dann. Ja, noch ein Stinkschiff vor. Das sind diese Stromkabel. Mal drüber und müssen da entlang fliegen. Wenn man jetzt hat, Moment, nur die Stromtrasse, die kleinen. Dann kannst du, wenn du drüber bist, eindrehen. Du okay. Fliegst praktisch ein bisschen davon weg. Also wenn du parallel fliegst, ist es auch nicht weiter schlimm. Ja? Ah ja, ich weiß, wie du recht parallel ich sehe es, ja. Bis zur Straße, dann kann ich umgehen in den queren Flug. Okay. Genau. Okay, ich habe verstanden, wo sie ist. So, 1500 sind wir auch gleich. So, kannst du die Landung filmen? Zeichnen schon auf, einfach nur. Okay. Ich weiß jetzt genau, wie ich fliegen muss. Die Delta Sierra Hotel ist im rechten Gegenanflug 207. Sierra Hotel verstanden, Landung nach eingelandet. Jetzt würde ich sagen, über den Busch fliegen. Grüne Streife, ja genau, da sind wir genau richtig. Und dann ist davor die Straße, wo die kleinen Bäbchen stehen, 12, 6 kleine Bäbchen. Männliche Info für die Delta, Mike Zulu, Whiskey Delta. Da musst du abdrehen. Männliche Info, was? Ja? Ja. Die Delta, Mike Zulu, Whiskey Delta, Position, so, Platz. Roland Aircraft. Filmen wir mal kurz auf den Platz. Zum Start. Verstanden, Zulu Delta, wir haben eine Maschine im Anflug auf die 07. Whiskey Delta, verstanden. Okay. Bei Vorwärmung alles gezogen. Na, das machen wir jetzt. So, Pumpe an, Landescheinwerfer an, Landing Light an, Vergaserverwirbelung ziehen, Gas reduzieren, Geschwindigkeit reduzieren. Höhe passt. Ja, Höhe ist gut. Whiskey Delta, so. Du kannst ja noch ein bisschen rollen, bevor die Maschine gelandet ist. Hast du ein bisschen Zeit. Nee, ich steige. Okay, klappen erste Stufe. Jetzt rechts. Okay. Ja. Sierra Hotel, rechter Querflug 07. Vor die Geschwindigkeit. Gut, so auf der grünen Halle drauf zu fliegen. Grüne Halle, ja, gut. An der Straße, an der grünen Halle, abdrehen. Ja, dann ist es da. Da hast du ja links nicht. Ja. Aber noch nicht. Noch runter. Hotel in Anflug 07. Also Vorwärmung neu. Ja. Geschwindigkeit passt. War nicht so schön, aber gut. Okay. Schön, aber selten.
machen Rollweg. Ja. Ach Gott, ist die lang, die Piste lang. Oh, Moment. Wie lang ist die Piste? 1600 noch was. Doppelt so lang wie Worms. Ihr fand ja einmal Ruck am Ring statt. Ich weiß es. Als es nicht auf dem Nürburgring erlaubt war. Oder die sich nicht einigen konnten. Er lacht sich kaputt da oben. Ja, ja. Wenn er wohl eine Motesse jetzt, so wie er geboren ist. Ja, genau. Wollen uns das mal angucken. Hör mal, Sightseeing hier, Mendig. Wir schauen uns jetzt den Platz ein bisschen an, gucken mal, was hier so gibt und dann fliegen wir weiter. Jetzt sind wir erstmal gespannt, was die Landegebühr kostet hier. So, was können wir hier schon mal machen? Pumpe aus, Landescheinwerfer aus, Transponder auf Standby. Klappen sind eingefahren, hier. So, alte Bundeswehrgebäude hier rechts. Schon weite Wege. Oh, was sind sie da vorne? Hallo. Ja, ich fahre vom Turm. Ist ja Hotel, wo kann ich denn hier für eine halbe Stunde abstellen? Durch. Ja, ich sehe Delta 4 Hotel auf dem Rollweg. Wo kann ich für eine halbe Stunde abstellen? Ja, einfach auf der Bahn zurückrollen und ganz am Ende dann links runter in Richtung der Halle. Also jetzt, also wo ich jetzt stehe, umdrehen, ganz ans Ende und auf der anderen Seite zurückrollen? Einfach auf der Bahn zurückrollen. Ach so, auf der Bahn, okay. Sag zurück, dann gegen die Richtung. Ja. Also nur mal zu sicher gehen, ich parke südlich der Bahn, richtig? Ja, richtig, südlich der Bahn. Also am Ende der Bahn nach links runter und dann in Richtung Holzhalle. Alles klar. Hier ist auch nichts los, ne? Also interessant ist es doch nicht. Also jetzt hat es auch schon mal vom fliegerischer Mensch. Ah, nein, ich sag so jetzt, ne? Schöne Landebahn, ist lang genug, ja, Sicherheit ja. Durch das Feld ist genehm, so wie es. Genau. Durch alles kannst du nutzen im Prinzip. Aber jetzt hat es irgendwo ein Highlight, dass du jetzt noch was machen kannst. Ist nicht. Ja, schauen wir uns das doch gleich mal an. Ende der Holzhalle. Dohi. Ja, da stellen wir uns einfach neben die Katana. Ja, mal gucken, wo man die Landegebühr bezahlt, ne? Die, ne? Weil bis zum Turmlaufen ist ja ein bisschen weit. Ja, da nicht das ganze Gelände, gut. Komm. Gut. So, ausschalten. Parkbremse.
für Schinken, normal am Fluss Bacon. So, stehen wir jetzt vor der Vereinshalle und dem Vereinsheim. Wir wurden auf ein Getränk eingeladen, das nehmen wir uns gleich zu uns, zahlen die Landegebühr und dann mal schauen, wie weit wir uns den Platz noch anschauen können, weil man sieht, der ist sehr weitläufig. Ja, also da hinten ist der Turm. Die Piste ist ja mit 1600 Metern doppelt so lang wie in Worms. Ah, da startet sogar gerade einer. So, der Verein hier hat eine SD1, kleines Ultraleicht. Mag wohl nicht so. So, also der Flugplatz Mendig. Bis 2007 war hier das Heer stationiert, die Heeresflieger. Fast alle Gebäude nördlich der Bahn sind jetzt Gewerbebetriebe, die nichts mit der Fliegerei zu tun haben. Inklusive des Towers, der gehört offiziell nicht mehr zum Flugplatz. Hier links sieht man jetzt das Gebäude, ein Hangar von Roland Aircraft. Das ist noch ein Hangar, da sind Flugzeuge drin. So wie ich erfahren habe, sollen da wohl die Steel Buddies ihre eigenen Flugzeuge unterstellen. Das recherchiere ich aber nochmal. Ja, Landegebühr für unseren Sportstar 6 Euro, Sonderpreis. Ja, hinter mir ist jetzt die Fliegerklause von der Sportfliegergruppe hier in Mendig. Und die haben uns ja freundlich empfangen, haben uns etwas zu trinken gegeben und wir haben uns jetzt gerade ein bisschen unterhalten und die haben uns ein bisschen was zum Flugplatz erzählt. Sie haben jetzt auch die Flugplatz Mendig GmbH übernommen und organisieren hier den Flugbetrieb. Also am Wochenende versuchen sie immer einen Flugleiter zu stellen, dass dann der Platz samstags und sonntags immer von 10 Uhr bis 20 Uhr local oder eben Sunset geöffnet ist. Das ist nicht immer zu 100% gewährleistet und deswegen ist PPR. Unter der Woche ist der Platz meistens geschlossen, aber wenn man trotzdem nach Mendig fliegen möchte, dann einfach anrufen, fragen, weil eben diese Halle, die ich eben gezeigt habe von Roland Aircraft, die übernehmen dann auch mal die Flugleitung, wenn die unter der Woche selbst die Bahn benötigen. Außerdem kann es vorkommen, dass hier ansässige Firmen, die hier die Hallen angemietet haben, die Piste benutzen, um Autotests durchzuführen. Das waren auch die komischen Markierungen, die man vorhin auf der Piste gesehen hat. Das ist hier für gewisse Tests mit Automobilen. Ja, und deswegen auch deswegen PPR, um rauszufinden, wann testen die denn gerade wieder Autos und die Bahn ist belegt. Weil dann würde man hier eventuell landen und da kommen einem Autos in die Quere oder die haben Pylone stehlen lassen. Das wäre auch schon mal vorgekommen.